Das aber sage ich, Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht ererben können. Auch wird das Verwesliche nicht ererben die Unverweslichkeit. Wir werden aber alle verwandelt werden. Ich füge zu, müssen. Wir müssen verwandelt werden. Denn dieses Verwesliche muss anziehen Unverweslichkeit. Und dieses Sterbliche muss anziehen Unsterblichkeit. Es geht nicht, dass wir in diesem Weizenkornleib bleiben für alle Ewigkeit. Geht nicht. Dann sagt Jesus was ganz, ganz aufmerksam, ganz Gewaltiges. Als sie aber davon redeten, trat er selbst, Jesus, mitten unter sie und sprach zu ihnen, Friede sei mit euch. Sie erschraken aber und fürchteten sich und meinten, sie sähen einen Geist. Und er sprach zu ihnen, was seid ihr so erschrocken und warum kommen solche Gedanken in eure Herzen? Seht meine Hände und meine Füße, ich bin's selber. Fasst mich an und seht, und jetzt kommt das überaus erstaunlich eigentlich, ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr seht, dass ich sie habe. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und Füße. Als sie aber noch nicht glaubten vor Freude und sich verwunderten, sprach er zu ihnen, habt ihr hier etwas zu essen? Und sie legten ihm ein Stück gebratenen Fisch vor und er nahm's und aß vor ihnen. Wow. Ja, was ist das jetzt? Ist das der alte Jesus mit dem Erdenleib? Der ist genau identisch wie der frühere. Kein Unterschied. Langsam, nein, da kommt noch mehr. Dann kann man sagen, ja, wieso hat jetzt Jesus Knochen? Er sagt ja selber, er hat Fleisch und Knochen. Er darf doch gar kein Fleisch und Knochen haben, laut der Aussage, das ewige Reich kann nicht erben. Das verwesliche Zeugs, das kann gar nicht erben, das Unverwesliche. Aber mit was kommt Jesus? Ich meine, er kommt mit seinem neuen Geistesleib als Auferstandener. Mit was soll er sonst kommen? Da kommen die drei Engel zu Abraham und er wäscht ihnen die Füße. Ja, was für Füße haben die? Hat er da durchgegriffen? Waren das Geisteswesen? Die Engel sind ja Geisteswesen, oder? Die haben einen Geistesleib, wie Jesus, nehme ich wohl stark an. Dann haben die da nicht durchgegriffen, sondern sie konnten denen richtig die Füße waschen. Und dann gab es leckeren Kalbsbraten beim Abraham und die haben alle gefäspert. Die drei, und davon war einer der Christus in der Vorstattung, weil er sagt zu ihm, Herr, sie essen und sie können essen. Brauchen sie also noch das Essen, um zu überleben? Nein, ist nicht nötig. Jetzt kommt wieder die Frage, ja, aber Gott ist doch Geist. Ja, langsam, das ist natürlich klar, steht ja in der Bibel. Aber es steht nirgends, dass Gott nur Geist wäre, ohne einen Leib zu haben. Und ich denke mir sehr logisch, dass Gott einen Geistesleib hat, der so übermaßen interessant und vielschichtig und der kann alles. Der kann auch wieder ein alter Mensch werden und hier als erscheinbar, gib mir was zu mampfen, kommt der Engel hier rein, spaziert. Und der kann essen, braucht es aber nicht zur Erhaltung seines Lebenssystems. Und er kommt, fühlt er rein. Jetzt kommt er zu Maria, der Herr Jesus. Er kommt und sie kennt doch Jesus. Jesus war doch total eng mit ihm zusammen. Sie kann ihn nicht erkennen. Warum? Weil er schaut aus wie der Gärtner. Ja, was ist jetzt los? Jesus kommt als Gärtner. Jetzt komme ich halt als Gärtner. Was habe ich? Wir haben ein Problem damit, aber er nicht, weil er hat einen Leib, in dem ihm Mittel und Dinge zur Verfügung stehen, dass unser Verstand da ganz und gar nicht fassen kann. Am Abend aber, als die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren, aus Furcht vor den Juden, alles dicht verriegelt, keiner darf hier rein, kam Jesus und trat mitten unter sie. Okay, jetzt ist er vielleicht als ein Geist durchs Schlüsselloch geschlüpft, so wie so ein Flaschengeister oder was weiß ich. Nein, er ist durch die Materie durchgelaufen, durch die Wand, weil sein neues Leben, so kann ich mir es nicht anders denken, hat die Geistesleib die Fähigkeit, ich kann sichtbar erscheinen und ich kann aber durch eine Mauer durchgehen und es passiert mir nichts und ich komme da einfach durch. Das sind Sphären, ja?
Das kann man sich nicht denken. Ja, aber Herr, die Engel da von Abraham, jetzt sind sie zurück im Himmel, haben sich den Magen verdorben, weil sie irdische Speise gegessen haben. Verwesliche Sachen, das sind ja Verwesliche, ja? Nein, das können die alles. Die können alles. Das ist ein allfähiger Leib. Und das ist gewaltig, sich das mal vorzustellen. Und als er das gesagt hatte, Jesus, wurde er zusehends aufgehoben und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Der Herr Jesus hat nicht flatter machen müssen oder irgendwas menschlich, ja, Bewegungs. Normalerweise laufen keine Bewegungen, ohne dass man aktiv irgendwas machen muss, ja. Muss ein Rad rollen oder sonst was. Die Wolke, die nichts tragen kann, nimmt den Jesus-Leib auf und lässt ihn hochfahren. Wow, das ist alles, er hätte auch ohne Wolke hochfahren können. Das brauchte kein Transportmittel, ja. Aber er kann es machen. Er kann alles machen mit diesem Leib. Das ist noch viel, viel, viel mehr. Und er ward verklärt vor ihnen auf dem Berg der Herrlichkeit und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden weiß wie ein Licht. Das wird auch uns begegnen. Alsdann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne in ihres Vaters Reich. Wir bekommen einen Leib, der so eine Ausstrahlung hat, haben kann. Nicht unbedingt, der kann auch mal ohne Leuchtkraft da sein. Weiß nicht wie und wann, warum sich das ändern kann. Er leuchtet. Dann der Herr selber im Himmel und mitten unter den sieben Leuchtern einen, der war eines Menschen Sohn gleich, sein Haupt aber und sein Haar war weiß wie weiße Wolle, wie der Schnee und seine Augen wie eine Feuerflamme. Und seine Füße gleich wie Messing, das im Ofen glüht. Seine Stimme wie großes Wasserrauschen. Und aus seinem Munde ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Und sein Angesicht leuchtete wie die helle Sonne. Christus vor Gottes Thron. Mit äußeren Gegebenheiten, die bildlich, ja, wie kann das sein? Der allfähige Geistesleib macht es möglich, dass er so dasteht, wie er dort dasteht. Fertig. Das ist nichts für ihn. Das ist Leben in einer anderen Dimension. Das ist Leben in einer anderen Welt, in einem anderen Körper, der nicht nur Geist unsichtbar, sondern sichtbar werdend, so wie er will. Eine andere Darstellung. Ich sah, stand ein Lamm, es ist wieder der gleiche Christus, das Lamm wie geschlachtet. Es hatte sieben Hörner und sieben Augen. Oho. Ja, das ist alles in dem Paket von dieser unvorstellbaren Himmelswelt, die so gewaltig ist. Und das Schönste im Himmel, denke ich mir, wird das Gefühl sein, dass wir, wenn wir dann in diesem neuen Leib sein werden, dass wir dann eine Sache haben werden, die der alte Leib nicht hat. Und das ist, dass dem neuen Leib, so denke ich meine Schlussfolgerung, fehlt das, was den alten Leib so trübselig belastend macht, nämlich dieses ego-lüsternde Wesen aus Fleisch und Blut, das mich doch immer hindern will, geistgemäß zu leben. Das wird uns fehlen. Wir werden einen Leib haben, der die Widerspiegelung Christi Selbstlosigkeit, Christi Herrlichkeit wiedergibt in einer Weise. Und da gibt es einen interessanten Vers. In der Auferstehung nun haben sie gefragt, wenn einer da eine Frau sieben Brüder geheiratet hat, wem von den sieben wird sie als Frau angehören? Denn alle haben sie zur Frau gehabt. Aber Jesus antwortete und sprach zu ihnen, ihr irrt. Warum? Weil ihr weder die Schrift noch die Kraft Gottes kennt. Die Kinder dieser Weltzeit freien und lassen sich freien. Da sind wir wieder bei dem wohlbekannten Leben, was ich hier im Fleisch und Blut führe. Welche aber gewürdigt werden, jene Weltzeit zu erlangen und die Auferstehung von den Toten, die werden weder freien noch sich freien lassen. Denn sie können auch nicht mehr sterben, denn sie sind den Engeln gleich und Söhne Gottes, da sie Söhne der Auferstehung sind.
Und das ist meine große Hoffnung, dass mit diesem Leib die alten Neigungen des Naturells verschwinden und umgeändert werden, weil schlussendlich wir durch einen Tod hier auf Erden durchgegangen sind. Wir haben gelitten und das war nicht umsonst. Das war, um dabei herauszubringen, was wir wissen ja, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde vernichtet werde, sodass wir hinfort der Sünde nicht dienen. Wir können es nicht mehr. Im Himmel kannst du nicht mehr sündigen. Ganz nicht mehr. Von innen heraus ist die Liebeskraft Gottes. Ihr irrt euch, wenn ihr denkt, ihr müsst es vergleichen mit dem alten Wesen, alten Leib. Es ist so, es muss so fantastisch sein. Es muss so frei sein. Und da sind dann all diese sündhaften Anlagen, haben keine Kraft, keinen Angriff auf diesen neuen Leib. Der ist fantastisch. Das ist eine Freude. Und wisst ihr, was dann geschieht? Dann geschieht noch etwas. Gott Vater, kann ich mir vorstellen, man liest es auch in der Bibel, es reute ihn, die Menschen gemacht zu haben. Natürlich nicht wie ein Mensch es reut, dass er sagt, dann schmeiße ich alles hin. Aber es hat ihn betroffen. Es hat ihn betroffen gemacht, zu sehen, was Adam und Eva anstellen konnten mit diesem, weil sie ja Egozentriker waren. Ja? Und dann, wenn wir den neuen Leib erben und wenn wir dort einziehen, dann wird Gott ein Siegel auf unser aller Leben legen, das da heißt, und Gott, der Herr, wird sprechen können über uns. Siehe, endlich, sage ich dazu, der Mensch ist geworden wie unser einer. Wie, das wollte er. Er wollte Menschen nach seinem Bild, nach seiner Art, nach Christi Art. Das wollte er und das wird er erreichen mit seinen Kindern. Und das ist das absolute Ziel Gottes, was er mit uns hat. Und ich danke ihm. Ich irre oft, weil ich nicht begreife die Kraft und Gewalt, die er hat, um mir sowas zu schenken und uns so zu begnadigen. Es ist hoffnungsweckend.